So. Jetzt macht sich Athen auf dem Weg nach unten, nach Larissa. Darauf habe ich schon gewartet. Das kann ich nicht gewinnen wegen den beiden. Also ohne den würde ich sogar versuchen. Wobei, nee, ich habe ich habe nur eine Bikinis-Einheit, das bringt nichts. Also drei, da hätte ich es versucht. Mit drei Pikeniers einhaten. Hätte ich's gemacht. So, Sabotier, Verschleiß. Kind ist geboren, das ist gut. Natürlicher Tod. Das ist natürlich nicht gut. Nahrungsmittelknappheit immer noch. So. So, bevor Athen das wegmacht, erobere ich's zurück. Sehr schön. Das hätte ich eigentlich auch selbst spielen können, damit ich den General töte. Aber das passt schon. Defensiv, Nahkampfabwehr. Was ist denn mit Rüstung? Ich will bessere Rüstung für meine Einheiten. Und halt Moral. Moral. Nahkampf, Abwehr, Rüstung. Hier ist Rüstung. Dann mache ich hier die weiter. Und du bekommst jetzt, ja, für eure politische Partei mache ich natürlich nicht. Weil dann bekommt die gegnerische Partei mehr Einfluss. Und du kommst da auch raus. Okay, alles klar. Athen wird frech. Wieso wird Athen frech? Ist doch ein Wunder. Also Athen ist. Ich freue mich. Athen hat gerade gar nichts falsch gemacht. Die hätten frech sein können und zwar Pella und Larissa einnehmen. Aber haben sie nicht gemacht. Dementsprechend alles gut, alles fein. So, die haben Rebellen hier. Neapolis, du hast noch keine wirkliche. Warte mal. Jetzt kann ich eine Flotte aufstellen. Wobei kann ich nicht. Ja, hier kann ich keine Flotte aufstellen. Dann stelle ich halt eine. Ja, ich. Das ist ärgerlich. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Flotte aufstellen. Nein. Stopp. So. Nein. So. Hier. Hier. Und bitte einen gegnerischen. Und hier Flotte aufstellen. Sehr schön. So. Gut. Jetzt werde ich hier auf jeden Fall ein paar Plänkler bauen. Holen. Du wirst jetzt nach oben stapfen und dem mal zeigen, was ich davon halte, dass sie so blöd sind. Gut. Und dann mit denen werde ich dann nächste Runde wieder zurückkommen. Und mit der, was mache ich mit der? Was mache ich mit dir? Gehe ich mal hier hin. Und nächste Runde fange ich an zu plündern. So, und dann erkläre ich denen auch den Krieg. So, es ist schon 10 vor. Gut. Und das war klar. Er sagt, ich habe keine Chance. Wieso sollte ich keine Chance haben? Ich zeig dir mal, was für eine Chance ich habe. Also ich habe gar keine. Aber ich könnte eine Chance gehabt haben. General! Bereit, willig!
Feinde hoffen auf einen Schwert. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Eiert sogar schon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das beleidigend. Also, ich habe vor, in ihren Wein zu pissen und ihre Pläne zunichte zu machen. Was sagt ihr dazu? Ich sage, ich habe nichts verstanden, was du gesagt hast. Bemannt und bereit. Befehl verstanden. Unser General wird angegriffen. Das ist immer so nervig, wenn man sagt so, ja, rammt den und dann ja, kommt der Gegner und sagt so, rammen? Nö. Wie er wegdriftet, ja, von wegen. Wir verlieren Boden. Unser General ist gefallen. Mhm. Ziel und Feuer! Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Dass der so schnell oder so häufig buggt, ist echt nervig. Eines unserer Schiffe brennt! Aber warum? Eure Befehle! Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Ja, habe ich deinen General getötet? Ja. Ciao. Gut, das war's dann jetzt aber auch für heute. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Ja, ihr dürft euch ausruhen, alles gut. Die sich nicht gegenseitig angreifen, ne? Ja, was machst du denn noch? Was machst du denn noch? Hä? Ja, was machst du? Ja, weil... Ja, jetzt kommt die andere Armee, ne? Natürlich ärgerlich. Dann werde ich unten ein paar... Hunde, die ihre Zähne fletschen, muss man oft in den Zwinger zurückprügeln. Ja, egal. Nimm mein Geld. Alles gut. Ach, die waren noch gar nicht im Krieg mit denen. Ha. Hihihi. Warte, woher hast du... So. Ich wollte gerade fragen, so, hey, du warst doch eine Flotte, aber nö. Das war ja gar keine Flotte. Es war ja ganz normal eine Einheit, oder? Also. So. Gut, jetzt aber, bevor ich wieder so weiter schlawenzel, machen wir aus. Machen wir Schluss. Ein Bürgerkrieg. Hatten wir einen Bürgerkrieg? Ja, anscheinend, aber wo? Habe ich den schon wieder? Den habe ich wieder schon wieder. Ah, hier, genau. Genau. Pella. Das war ja das Knappe, dass Athen den holt. Ja, I remember. I do remember. Gut, also hier ist noch die Insubra und nochmal Insubra. Genau, die Insubra haben hier ja alles eingenommen. Oho, das wird nochmal sehr, sehr lustig. So,
Genau, Rake. Also heute kannst du dir auf jeden Fall den Stream dann später hier auf Twitch anschauen. Die Videos bleiben ja hier oben für ein paar Monate. Und das mache ich ja auch als Let's Play jetzt. Genau. Oder zum Let's Play. So, Dela. Genau, der. Oh! Das kann. Ah! Oh! Das wird jetzt alles sehr teuer. Warte mal. Aber da muss ich mal schauen, welche ich überhaupt hochtune. Drei öffentliche Ordnung ist schon sehr gut. Lokaler Handel brauche ich eigentlich nicht. Wohlstand durch Landwirtschaft brauche ich. Okay. Ich kann es nachgucken. Live ist halt nur natürlich besser, ja. Das stimmt. Es ist mir auch sehr häufig aufgefallen, dass. Warte, das ist nicht meine, oder? Ja, das ist nicht meine. Oh. Na gut. Dann gehe ich wieder zurück. Ist mir auch oft aufgefallen bei bei Let's Plays, die ich jetzt neu aufnehme. Live ist halt schon cooler. Also. Und, das macht halt voll Spaß, so zu interagieren und so weiter. Aber mei. So. Jetzt ist die Überlegung, weil er hat die stärkere Flotte. Ich lande hier einfach. Okay, dann hier. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, weil auf dem Land bin ich. Igitt? Was? Oh. Warte mal. Wo ist denn meine Full-Stack-Armee, die da drin ist? Hä? Naja. Oh, wahrscheinlich bin ich in. Im Gewaltmarsch reingegangen. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Er hat hier eine Artillerie dabei. Veteranslegionäre. Nochmal Veteranslegionäre. Sagen wir so, er könnte mich mit den zwei Veteranslegionären platt machen. Ohne Schmarrn. Die sind halt ja komplett vollständig, ne? Das ist sein großer Vorteil. Also meine sind natürlich auch fast vollständig. Aber ja, okay, ich habe sehr viel Fernkämpfer, also okay. Er bräuchte noch ein bisschen mehr als die zwei Veteranslegionäre, aber gegen die würden die wieder zwei auf jeden Fall gewinnen. Gegen die würde, glaube ich, eine sogar gewinnen. Definitiv. Ich habe eine Pikiniers-Einheit. Ja. Also eine wäre locker. Locker flockig würde die das schaffen. Okay. Da muss ich halt jetzt schauen, dass ich sehr viele. Viele mit meinen schönen Fernkämpfern ausschalten kann. So. Warte, ich mach mal langsam. Weil sonst sind die bis dahin außer Atem, ja.
Ich hoffe, der bringt den jetzt auch an Land. Das sieht fast so aus. Ja. Nee. Come on. Geh an Land. Sehr gut. Dann kann ich mich hier aufstellen. Sonst hätte er von hier nach drüben schießen können. Und so ist die Artillerie zu nichts zu gebrauchen. Das ist ganz gut. Okay, den Rest könnt ihr jetzt aber wirklich rennen. Leves, okay. Alles Leves, das ist ganz gut. Okay. Ja, schrei doch nicht so. Schrei mich nicht an. Muss dann schon los. Bye bye. Ja, schade. Aber ich kann ja nichts dagegen tun. Also alles gut. Ich versuche hier nicht zu verlieren. Hab einen schönen Tag, ne? Ich stelle mich mal hier auf. Ich ziehe jetzt natürlich die Fernkämpfe vor, weil die sind ja noch full life. Aber ich gehe auch. Ich gehe ihnen jetzt auch entgegen. Also hier die. Okay, ich dachte schon, der hatte doch nochmal Veteranslegionäre. So. Ich versuche die alle zu töten, bevor sie die Nahkämpfer angreifen. Die bleiben ein bisschen da. Greifen die jetzt an. Unser General wird angegriffen. Ja, was machen die denn da? So. Gut, das sieht natürlich jetzt nicht ganz so toll aus. Und das war ja klar. Das ist ein schändlicher. Okay, ich gehe jetzt mal nach da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was machen die denn? Die machen was ziemlich Kluges, aber was ich nicht mag. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
So, die müssen noch ein bisschen aushalten hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Ja, war aber irgendwie klar. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General ist gefallen. Na gut, dann machen wir das mal ein bisschen quicker. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist halt der Nachteil wirklich an Peltasten. Also Vorteil von Peltasten ist die krasse Armor Penetration. Ja, die machen wirklich guten Schaden. Natürlich ist es blöd, dass die nicht so viel. So, wieso hat der nichts gemacht? Naja. Blöd war natürlich, dass. Oder blöd ist, dass die nicht so viele. Nicht so viel Munition haben. Das machen wir jetzt automatisch. So. Und danach sind die fast nutzlos, bis auf die königlichen Peltasten, die sind richtig gut. Aber naja. Zula. Jetzt fängt er an zu plündern. Dieser Blöde. So, Meisterin des Handels. Eine Frau hat ein außergewöhnliches Talent fürs Handeln bewiesen und vor kurzem ein Vermögen für ihre Familie verdient. Gerüchten zufolge hat sie neue Quellen seltener Güter in fernen Ländern entdeckt. Ihr könnt sie anheuern, damit sie eure Schatzkammern füllt oder euch weiterhin auf bestehende Handelsrouten verlassen. Nö, nee, ich handel, ich hol sie mir. Gut. Okay, der war nicht im Gewaltmarsch, dann verstehe ich nicht, dass... Der steht doch hier drin. Er steht da drin und wurde... Also die schlechte Garnison wurde geholt, aber er nicht. Das finde ich ein bisschen fraglich. So, das machen wir mal aggressiv. Wir haben ja keine Pferde, da können wir sowas machen. So. Da haben wir uns ein bisschen krass schnell um den Bürgerkrieg gekümmert. Das ist natürlich super. Kavallerie brauchen wir nicht. Öffentliche Ordnung. Nichts Korruption würde ich sogar machen. Gut, jetzt müssen wir schauen. Ach genau. Warte mal. Wieso habe ich denen noch nicht den Krieg erklärt? Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen, dass ich ein Amulett gegen den bösen Blick habe. Fauler Zauber wird euch nichts. Ja, ich brauche keinen faulen Zauber, ich nehme meine Armee. Nachtangriff? Ist ein bisschen besser. Wie sieht denn die Chance aus? 86. Ja komm, dann das kämpfen wir selber. Nachtangriffe sind immer ziemlich cool.